Die Bundesregierung hat die jahrelang umstrittene Anhebung der Rentenwerte im Osten auf das höhere Westniveau auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD, wonach ab dem Jahr 2025 gleiches Rentenrecht in ganz Deutschland gelten soll. Entsprechend zufrieden äußerte sich die Ministerin im Anschluss. Und wir müssen sagen, dass das nach so einer langen Zeit dann irgendwann angepackt werden musste. Das ist klar, und dass es eine große Koalition am Ende besser stemmen kann als andere Konstellationen, dürfte auch ziemlich klar sein. Insbesondere, weil es durchaus diese zwei Seiten derselben Medaille hat. Es gibt Gewinner und Leute, die davon nicht unmittelbar profitieren. Die Mehrkosten werden im Gesetzentwurf auf insgesamt bis zu 15 Milliarden Euro beziffert. Bezahlt werden soll dies überwiegend von den Beitragszahlern. Viele Menschen sehen die Angleichung dennoch als gerecht an. Es wird ja höchste Zeit. Wir sind alle Deutsche. Und das wird leider vergessen. Nicht, sehen Sie mal, ich komme auch von da. Ich bin Rand-Berliner. Und ich sage immer nicht, wenn ich das immer höre, das Wort Ost, Ossi, Wessi, kommt mir der Kaffee hoch. Ja, muss halt sein. Mehr oder weniger. Schätze ich mal. Ja. Aber es sollte auf jeden Fall gleich sein. Das ist sicher. Wenn, dann könnte man ja auch die Renten insgesamt wieder senken, aber gleich sollte schon sein. Zudem beschloss das Kabinett, höhere Renten für Arbeitnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Da sind laut Arbeitsministerium jedes Jahr mehr als 170.000 Beschäftigte.